Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian für euch mit dem nächsten Video in der Rubrik Florian stellt vor. Heute möchte ich euch ein nützliches kleines Programm vorstellen, mit dem man japanischsprachige Fernsehsender und Radiosender zum Teil sich anhören kann. Und zwar nennt sich das Programm, wie ihr hier seht, Keyhole TV. Und ja, wenn ihr das in der Google-Suche eingibt, dann habt ihr hier gleich die ersten zwei Ergebnisse, die dann zu der entsprechenden Seite führen. Das ist eigentlich eine japanische Seite und von japanischer Homepage erstelltes kleines Programm. Gibt allerdings auch eine englische Version und da gibt es dann zwei verschiedene auch Varianten des Downloads oder des Programms, die man sich runterladen kann. Keyhole TV, wo man dann einfach nur aus einer Liste wählen kann von diversen Sendern, die man anschauen kann. Oder Keyhole Video, das ist dann die Broadcaster-Version, also für welche, die selber Fernsehsender streamen wollen und so weiter. Die interessiert uns jetzt nicht so sehr, sondern wirklich die Viewer-Software. Sobald man sich die von dieser Seite hier runtergeladen hat, also von v2p.jp/video/english, kommt man dann, wenn man das Programm öffnet, ja, so eine Liste hier. Machen wir das Ganze mal groß. Und da sieht man dann, hier haben wir verschiedene Radiosender oder auch verschiedene Fernsehsender mit so einem kleinen Thumbnail auch, die man sich dann angucken kann. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf das Radio doppelklicken, startet dann eben eine Radiosendung. Ja, wenn man nicht mehr will, dann klickt man hier einfach auf Offline und geht dann wieder online. Dann wird die Liste wieder erneuert. Man kann sie auch hier durch den Refresh-Button nochmal erneuern lassen. Einige Sender haben ein Passwort, das man natürlich benötigt, um reinzukommen. Aber man kann auch viele der japanischen Fernsehsender, zum Beispiel hier haben wir Nihon Telebi, uns mal anschauen. Ja, wie man sieht, ist die Qualität nicht sehr gut. Selbst wenn man das hier jetzt minimiert, dann ist es sehr pixelig. Hier jetzt gerade in der Sendung auch extrem dunkel. Ist allerdings ganz nett, wenn man dann einfach mal wirklich versucht, was man von dem Japanischen, was da gesprochen wird in den Fernsehsendern und in den Serien, das hier ist jetzt wahrscheinlich irgendein Drama, was man denn so versteht, so als Hörverständnisübung. Das hier ist jetzt gerade nicht so spannend. Gehen wir mal, schauen wir uns nochmal einen anderen Sender an. Gucken, was wir hier noch so zur Auswahl haben. Was ich ganz gerne gucke, ist zum Beispiel Fuji Televi. Das ist hier auch mit drin. Ja, soll reichen. Also wie man sieht, Videoqualität und auch Soundqualität sind nicht überragend, aber es ist eben eine Möglichkeit, sich japanisches Fernsehen anzugucken, ein bisschen was fürs Hörverständnis zu tun. Und ist auf jeden Fall ein nettes Gimmick, und wenn man vielleicht auch irgendwelche Lieblings-J-Dramas hat, die auf einem der Channel, die hier zur Verfügung stehen, laufen, dann kann man sie sich eventuell auch, wenn man möchte, direkt live angucken, bevor sie auf einschlägigen Seiten auftauchen und dergleichen. Ja, also Keyhole TV, aktuellste Version, glaube ich, Punkt 3.17, die ich hier auch habe. Und ja, schaut es euch mal an, wenn ihr auch ein bisschen japanisches Fernsehen oder Radio mal reinhören wollt und ein bisschen was für eure Hörverständnisübungen machen wollt, kann ich nur empfehlen, dieses Programm. Und damit soll es für die heutigen Ausflug in die Rubrik Florian stellt vor gewesen sein. Hoffe, ich konnte euch mit dem kleinen Programm hier wieder etwas Neues, was ihr noch nicht kanntet, anbieten, und sage Matane, bis zum nächsten Mal.